Leon, gibt es für dich irgendwelche Vorbilder, dass du sagst, es gibt Schauspieler, was weiß ich? Ich zum Beispiel finde Johnny Depp ziemlich cool. Und so eine Rolle wie der Pirat in Pirates of the Caribbean, wie heißt er nochmal? Captain Sparrow, genau. Ist ja sensationell. Oder denkst du, oh, da habe ich noch Zeit? Also für solche großen Schauspieler denke ich mir, ja, da kommst du niemals ran. So, Echt? Ah, ja, okay. so, aber so, was ich, welchen Schauspieler ich total gut finde, also der ist jetzt auch ein riesiger Schauspieler, Tom Hanks. Diese Rolle in Forrest Gump, als Forrest Gump, das, keine Ahnung, so, das fand ich total Was hat dich da faszinierend. besonders fasziniert? Ja, einfach, wie der das macht, so einfach so einen wirklich einen komplett anderen Menschen. Wirklich einfach seine Gestik, wie der die einzelnen Sätze sagt, also sein Verhalten ist komplett anders. So, und das finde ich, macht auch einen Schauspieler aus. Also wirklich ganz so verschiedene Facetten zu zeigen und zeigen zu können, dass man das auch kann und ja auch möchte. So, und ja, Die haben ja das. enorm viel Zeit. Also bei so einem Hollywood-Set, ich habe jetzt gehört, Daniel Day-Lewis für Lincoln hat allein ein halbes Jahr rumgemacht, ja, bis er seine Stimme gefunden hat, mit der er reden möchte. Also den Dialekt, den Akzent und die Tonhöhe. Damit er, ja, für uns hier ja in unseren Breiten unvorstellbar. Meist scheitert es hier am Geld. Ist das sowas, wo du sagst, ja, ich bin auch so ein detailverliebter Typ? Klar würde ich für eine Rolle auch so enorme Zeit auf mich nehmen, jetzt mal von der Schule abgesehen. Jetzt nur mal so in deiner Vorstellung, Schule, du hast jetzt dein was auch immer für einen Abschluss in der Tasche. Du kannst jetzt nur auf die Schauspielerei konzentrieren. Würdest du das dann auf dich nehmen, diese ganzen Hürden und diese ganz viele Arbeit so? Also ich würde jetzt nicht, wie du gesagt hast, mit dieser Stimme, also das wäre mir jetzt ein bisschen zu detailreich. Also das würde Okay. jetzt, also ich würde das dann einfach so, man muss wissen, also ob es passt. Okay, ist seine Sache, ob er jetzt denkt, so, ja, das muss ich jetzt machen. Ich bin jetzt ein großer Schauspieler, so, aber ich muss das nicht machen. Also Okay, also ich. du denkst, es ist nicht zwingend notwendig, ist auch so ein bisschen Aufgeblasenheit dabei, so? Ja, Schon. schon. Ja. So. So von wegen, wir schreiben mal in irgend so ein Gossip-Blättchen, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, dann klingt es auch noch Ja, ein bisschen wichtiger, ne? so, ja, der Name halt auch. Also so, ja, ich bin ein großer Schauspieler, ich brauche dann ein halbes Jahr dafür.